Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zapunzels Orakel. Die Karten liegen schon, es tut mir leid, ich habe gemischt und das ist mir wieder so passiert wie gestern. Ich hoffe, dass dieses Handy jetzt durchhält bis zum Schluss. Ich habe da mal alles so liegen lassen und alles Weitere, was fallen wird, seht ihr dann live. Das ist deine Seite, das ist seine Seite. Ich möchte heute ein Orakel machen für die Zeit bis Heiligabend. Aber zunächst einmal möchte ich mich bedanken bei allen, die mir gestern so liebe Grüße geschickt haben. Danke, Lilly. Ich liebe es jetzt schon. Danke, Ina. Deins ist auch toll. Das werde ich zu anderen Anlässen tragen. Aber ne, ich ja, war gestern tatsächlich ein wenig überwältigt, wie viele liebe Grüße mich da so erreicht haben. Also vielen herzlichen Dank dafür. So, dies wird ein allgemeines Reading. Ihr wisst, ihr könnt damit in Resonanz gehen. Es ist aber nicht möglich, dass ich da jeden ansprechen kann. Das geht einfach nicht. Dafür braucht man nun mal eine private Legung. Aber vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Impuls trotzdem für euch mitnehmen. Und jetzt geht's los. Wir fangen an mit der weiblichen Seite. Wenn du ein Mann bist, ist dies trotzdem deine Seite, weil diese Seite steht für den Fragensteller. Ich werde aber trotzdem das Ganze aus der Sicht einer Frau erzählen, weil mir das sonst zu viel Hickhack ist mit, ne? Hin und her switchen und so weiter. Ich hoffe, man kann alles sehen. So, du hast auf der Kopfebene den Stern, die Sense, den Fuchs. Also, du wirst in der Zeit bis Weihnachten für dich so ziemlich in die Klarheit kommen und feststellen, dass dieses ganze Kopflastige dich in der Beziehung mit deinem Seelenpartner nicht wirklich vorwärts bringt. Und deshalb hackt die Sense hier absolut in die Schleue, in die Schleue, ne? Schlau darf man immer sein, aber in dieses immer alles analysieren wollen, immer alles interpretieren wollen. Das geht ein bisschen raus bei dir, zumindest, ne? Dass der Kopf halt ein bisschen leichter wird und du mehr ins Fühlen kommst in Bezug auf den Seelenpartner und dadurch halt eben auch immer mehr für dich in die Klarheit, was es damit auf sich hat. Auf deiner Gefühlsebene liegt jetzt der Sarg, der Ring und der Hund, ne? Den hat er auch. Also es ist ganz klar, ihr seid Seelenpartner. Du bist auf der Herzebene dabei, ziemlich genau auszutarieren, was du möchtest für dein Leben, was dir nicht mehr dienlich ist. Und das darfst du einfach zurücklassen. Was nicht gebraucht wird, das darf aussortiert werden. Und das bringt dich dann letztendlich einen großen Schritt weiter in puncto Seelenpartnerschaft. In den weiteren Schritten schaut ihr euch jetzt hier an. Das ist erstmal, hallo, das ist erstmal sehr positiv, aber man sieht schon noch, dass zwischen euch da so ein bisschen Hügellandschaft ist. Das heißt, es wird nicht straight away aufeinander zugehen können. Das ist halt hier noch so ein bisschen, hier und da ein bisschen noch holprig, kann aber, ne, halt eben nur für den einen oder anderen so stimmig sein. Aber da es zwischen Seelenpartnern ja immer wieder Lernaufgaben gibt, die gemeistert werden wollen und Transformationsprozesse und so weiter und so fort, finde ich das jetzt hier nicht schlimm, dass da noch so ein bisschen Berge zwischen euch liegen. Das heißt im Prinzip nur, dass der Weg nicht easy straight away ist, sondern ja, hier und da noch so ein paar Mühen bereitet werden. Dieser Weg wird euch noch ein bisschen Mühe bereiten hier und da. Aber es wird auf jeden Fall mit euch beiden in den Neustart gehen. Sind das nicht schöne Karten? Ich glaube, das ist dieses ursprüngliche Lenormand aus Frankreich. Das ist schon. Von wann ist das? Lass mich nicht lügen. Ich meine irgendwo 1600. Ach, auf jeden Fall von Anno Tobak. Ist natürlich, ne, nicht original alt, aber ich fand das trotzdem schön, musste ich haben. Also es wird zwischen euch in den Neustart gehen. Ja, und es wird auch zu Überraschungen kommen und zu Treffen, vielleicht sogar noch vor Weihnachten. Und die dritte Karte unterm Deck ist die Sonne, die dafür spricht, dass da eine warme, optimistische, positive Zeit auf euch zukommt, eine glückliche Zeit. Und ja, dass das Ganze sowieso unter einem glücklichen Stern steht.
Dann schauen wir mal bei ihm. Jetzt habe ich ja schon weiter geblättert eben, aber es ist trotzdem richtig. So, er hat hier zu Beginn des Decks die Schlange liegen. Jetzt sagen wieder viele, hui, die Nebenbuhlerin. Ich habe es aber anders wahrgenommen und ist deshalb auch direkt geklärt. Nein, also, hier liegt die Schlange, das Schiff, der Hund und die Sense. Er macht sich momentan Gedanken über seine eigene Heilung, denn er möchte nicht mehr als der Kämpfer um die Ecke kommen mit bachschen, harschen Tönen, denn im Prinzip ist er ein sehr feinfühliger und sensibler Mensch und ja, der möchte diese Offiziersperson so ein bisschen hinter sich lassen, weil im Prinzip hat er die nur gebraucht, um sein Herz zu schützen. Und das Ganze will er jetzt für sich in die Heilung bringen. Das bearbeitet er zumindest schon mal im Kopf, denn er hat große Sehnsucht nach dir und steht dir halt auch als Seelenpartner zur Seite. Ist durch dieses Band absolut unzertrennlich mit dir verbunden und möchte gerne ernten, was er in der letzten Zeit ja gesät hat. Für sich selbst, aber auch in Bezug auf die Beziehung. Er hat auf der Herzebene ja tief gegraben, um zu schauen, was wünscht er sich für sein Leben. Möchte, ne? Dieser Eimer hängt da voll in der Sonne, der möchte halt einfach ins Licht und möchte, dass seine Wünsche erfüllt werden, vielleicht auch gemeinsame Wünsche erfüllt werden. Und er möchte den Neustart, der liegt bei dir unterm Deck. Und das für lange Zeit in puncto Beziehung, denn er liebt dich vom Grund seines Herzens. Er möchte sein Herz dir gegenüber auch öffnen. Deshalb hier, ne, die Karte, die für mich für die Heilung steht. Denn er fühlt sich mit dir fest verankert und ja, ne, der möchte da einfach, der möchte mit dir zusammen sein. Und seine Masken tatsächlich ablegen, weil er festgestellt hat, dass das nicht die Lösung zum Erfolg ist, ja, sich eben nicht so zu geben, wie er tatsächlich ist. Aber er hat für sich die Lösung gefunden oder wird sie finden. Ich meine, jetzt sind halt ein paar Tage nur noch bis Weihnachten, ob das so flott geht. Aber er ist zumindest auf dem Weg dahin für die, die hier mit diesem Reading in Resonanz gehen. Und es wird auch wieder positive Nachrichten in deine Richtung geben. Jetzele, guck mal, was die Engel zu euch beiden halt noch zu sagen haben. Spirit, Liebe, Geist, Seele, Welt, dann hau mal raus. Was darf man denn noch so ein bisschen beachten bis Weihnachten? Oder was ist interessant, sich nochmal anzuschauen? Oder wo geht es hin? Ich mich jetzt noch einmal, wenn nichts mehr fällt, dann haben wir halt nur einen Impuls. Ist egal. Ja, okay, vielleicht braucht er hier und da, vielleicht aber auch du, weil du hängst im Transformationsprozess, er versucht was zu heilen. Vielleicht braucht er hier und da schon mal einen kleinen Rückzug, was aber auch nicht schlimm ist, solange du dich dadurch nicht zurückgeschoben fühlst, weil das hat dann gar nicht unbedingt was mit dir als Person zu tun, sondern damit, dass der andere halt eben einfach versucht, etwas in die Heilung zu bringen, zu transformieren. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Kann jetzt sein, dass da irgendwie Patchwork oder keine Ahnung was zwischen euch da gerade so los ist. Es kann natürlich auch sein, dass Kindheitsthemen immer noch im Raum sind, die in die Heilung gebracht werden sollen. Denn hier ist auch die Versöhnung gefallen. Ne? Das will halt eben auch sagen, dass es jetzt eine gute Zeit ist, ja, zu verzeihen, ne? Zu verzeihen und Dinge wirklich abzuschließen, in die Heilung zu bringen. Dann gibt es noch für den einen oder anderen ein Ex-Partner-Thema. Ne? Das ist die Karte, die auffordert, ja, diese Energie, diese alten Energien zu klären. Das kann von seiner Seite, von deiner Seite aus immer noch ein Thema sein, was noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und Spirit sagt halt hier, da kannst du bitte noch mal genauer hinschauen.
Und ja, die Familienthemen immer und immer wieder. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst, ne? Lass dein inneres Kind einfach in die Heilung gehen. Es ist Vergangenheit. Ich weiß, dass das leicht gesagt ist, aber ja, irgendwann ist es einfach an der Zeit, mit der Vergangenheit abzuschließen, es so zu akzeptieren, wie es war, in die Selbstliebe zu gehen, zu sehen, was man jetzt, ne, an Potenzial in sich hat und das hochzukramen. In Short. Ja, bevor ich jetzt hier wieder Ansprachen halten muss. So, welcher Impuls könnte dir hilfreich sein in der Zeit von jetzt bis Weihnachten? Mal wieder super Deutsch, macht nichts, ich verstehe das schon. Und bitte einen Impuls für ihn. Wenn du gibst und dich verletzt fühlst, gibst du, um zu nehmen. Ja, das hat ganz klar dann noch was mit dem Ego zu tun. Darf man sein Augenmerk gerne nochmal hinrichten, wenn man etwas in diese Richtung sendet. Egal was, ne? Egal was. Wenn du irgendetwas in die Richtung deines Seelenpartners sendest und es kommt nichts zurück und du bist enttäuscht, da hakt es noch. Dann steht hier, Partnerschaft ist gleichbedeutend mit einem gemeinsamen Ziel. So wie es aussieht, habt ihr dieses Ziel aber beide, nur der Weg ist vielleicht unterschiedlich. Und dann sagt diese Karte, Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen. Oh, das ist aber jetzt romantisch. Vielleicht ein bisschen die Aufforderung, den Moment ein wenig mehr zu genießen, wenn ihr denn zusammen seid. So, und er hat folgende Karte. Jede Beziehung spiegelt dir, wie du mit dir selbst umgehst. Ja, da muss ich nicht viel zu sagen. Das versteht sich von allein. Jetzt schaue ich mal, welche Göttin denn euch zur Seite steht in den kommenden Tagen. Hier verschieben sich immer die Silben, wenn ich hier an diesem Tisch sitze. Okay, bitte eine Göttin für mein Kollektiv. Wer ist da in den Tagen bis zum Heiligen Abend? Wer steht zur Seite? Und ihm. Dankeschön. Die Mavi hast du. Zyklen und Rhythmen. Ehre die Zyklen deines Körpers, ehre die Zyklen deiner Energielevel und deiner Emotionen. Nimm es doch einfach mal so, wie es ist, ohne dich drüber aufzuregen und zu ärgern. Er hat die Freier zur Seite. Das ist die Aufforderung, ein wenig in die Abenteuerlust zu gehen und hier und da auch mal was zu riskieren. Nicht nur mit dem Hintern auf seinem Stühlchen sitzen zu bleiben. Ja, ne? Action Baby. Welche Mondorakelkarte fällt denn für euch? Eine für mein Kollektiv. Und eine für ihn. Danke. Das Glück ist an deiner Seite. Du kannst eigentlich voll relaxen die nächsten Tage. Und was bekommt er? Da ist etwas gefragt. Ich muss das eben mal richtig übersetzen, sonst wird das wieder wischiwaschi, Sekündchen. Ja, klar. Die Einstellung. Ja, es ist bei ihm alles eine Frage der Einstellung und er wird aufgefordert, die richtige Einstellung zu dieser Beziehung zu finden.
Ne? Mal so ein bisschen risikofreudig zu sein. Mal zu sich zu stehen, zu seinen Emotionen zu stehen. Und so weiter und so fort. Jetzt hätte ich noch gerne eine Wicca-Karte und eine Seelenpartner-Karte und dann ist gut. Er muss wieder verbannen. Adomai. Ja, er darf verbannen. Er darf tatsächlich alles Negative, alle alten negativen Gefühle, die immer noch um ihn herumschwirren, die darf er in die Verbannung schicken und in die Heilung gehen. Wen hast du dabei? Die Incubation. Ne? Du sitzt da in deinem Ei, wie ein Frühchen im Inkubator. Und ja, das ist die Karte, die dich im Prinzip dazu auffordert, innerlich zu wachsen. Ist dir, ne, da, das soll sich halt wohlig, warm, geborgen anfühlen, aber du darfst wachsen. So, und jetzt haben wir Deutsch draufstehen. Yippie-a-yo. Dann lass mal gucken, was sagen die Seelenpartnerschaft, Karten zu meinem Kollektiv. Welchen Hinweis kriegen wir da noch so mit auf den Weg? Und was bekommt er mit? Danke sehr. So, dann gucken wir. Liebe umhüllt dich von allen Seiten. Guck, im Prinzip. Die Bestätigung. Liebe umhüllt dich von allen Seiten. Liebe ist immer und überall da. Und bestimmt von seiner Seite, auch wenn das für dich nicht immer offensichtlich ist, weil er gerade sich mal wieder, ne, irgendwo nicht so verhält, als dass du das sofort deuten kannst. Ja, man muss ja nicht alles deuten. Du kannst ja auf jeden Fall seiner Liebe sicher sein. Ja, und tatsächlich mal völlig entspannt mit dieser Geschichte umgehen. Und er sagt, Ruhe und Erholung sind entscheidend. Wir müssen unbedingt alle einmal eine Pause machen. Ja, dann lass ihn sich doch ausruhen. Es kann tatsächlich sein, dass er jetzt einfach sagt, boah, nee, ich habe den Kopf nicht frei und Liebe, so schön wie das ist, und erstickt mich gerade. Ich brauche mal ein, zwei, drei, vier Tage oder wie sich das bei dem Einzelnen gestaltet. Aber er ist auf dem Weg in die Heilung. Und darauf vertraut man am besten tief und fest, denn so schneller wird sich da etwas in Bewegung setzen. Ne? Ihr habt ja auch noch die Möglichkeiten der Manifestation, der Visualisierung und so weiter und so fort. Ihr Lieben, ich lasse das so stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag, Abend, je nachdem, wann du dieses Video hier finden wirst. Ich habe hier mein Stativ wieder so schön aufgebaut, dass es so schön im Weg steht, aber wird nie perfekt sein, hier meine Kameraführung. Aber ich glaube, ich konnte dann doch so das transportieren, was ich hier gesehen habe. Freue mich auf eure Kommentare, auf eure Likes, auf eure Abos. Die ihr oder den Abo-Button, den ihr klickt. Ja, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund.